Jo, was geht ab, Leute? Ich bin so jetzt sehr gespannt, ich bin und was mache ich? Ja, meine Freunde, heute mal ein neues Video. Es kam nämlich gerade ein Patch rein. Patch Day ist heute, am Donnerstag, 25.11. Und jetzt haben die neuen Modus rausgebracht. Battlefield Bad Company 2 gegen Battlefield 3 Team Deathmatch auf 2042 Karten. Und ich dachte mir, weil die anderen Modis, da kassiere ich nur. Ich bin mittlerweile Rang 13. Auf den Rang, anderen Rang, Spielmodus kassiere ich gerade nur. Spielen wir doch mal Team Deathmatch. So. Und ich hoffe, durch den Patch ist auch einiges wieder besser geworden. Man weiß es nie so wirklich. Aber ich hoffe es mal. So. Mal gucken, hier ist Neuanfang. Oh. Bad Company 2 Pioneer. Och du Scheiße, ich habe kein Bad Company 2 gespielt. Medikit. Holy shit! Was ist das für eine Waffe? Der campt da. Der Camp da. Wie viele Leute sind wir überhaupt? Ich denke mal nicht viele, oder? Der Sanitäter. Hä? Hier ist Sanitäter mit LMGs. Ist das eine Burst Buff? Das sieht irgendwie so wie bei Dingens aus. Wie bei Call of Duty, die. X M8A1 oder M8A3, je nachdem welches COD. Ich hoffe, das ist keine Burst-Waffe. Hier ist erste Hilfe, nehmt schon. Wo sind die Gegner? Da unten ist am Campen. Ja, läuft eigentlich schon fresh. So, mein erstes Fazit zu Battlefield 2042 ist geil. Es ist herausfordernd vom Movement, vom Aim her. Aber es ist einfach geil. Auf das, was ich eigentlich seit Jahren gewartet habe, ist jetzt umgesetzt worden. Das löscht so ein bisschen die Durststrecke. Der ist da. Boah, mein Aim ist gerade nicht sehr, ist nicht gerade optimal, da ich klatsch bin vom Gym. Haha, immer diese Ausreden. Ja, ja. Die Spawn Points, on point. Immerhin hole ich Gegner, das ist schon mal nice. Aber ich muss sagen, ey, das bockt richtig hart. Das Spiel ist natürlich übelst herausfordernd, aber ich liebe Herausforderungen. Vor allem, wenn die Spawn Points so broken sind. Ja. So, und was gibt's Neues? Ja, wir sind einen Tag vor Black Friday. Dem Tag, der eigentlich so sinnlos ist, wie keine Ahnung was. Alle, die denken, ja, sie sind Schnäppchenjäger, die, ja, ihr täuscht euch gewaltig, weil es gibt ein paar Videos, die rumkursieren. Und da werden zum Teil die Preise, sind diese Woche hochgetrieben worden. Natürlich legitim, normal, legit alles. So. Und
Und dann heißt es groß Black Friday Sale. Und der Black Friday Sale ist eigentlich nichts anderes als der Originalpreis, den es vorher hatte. Natürlich nicht alles. Aber relativ viele Sachen. Also wenn ihr denkt, ihr könnt jetzt riesen Schnäppchen machen, dann täuscht ihr euch. Da muss ich euch leider enttäuschen. So wie ich den Typen enttäuschen muss, dass der mich mit einer Nate holen wollte. So wie ich den Kollegen hier. Der holt mich noch. Ja moin. Da war ich ultras scheiße. Aber ja. Nichtsdestotrotz, also. Ja, ich muss euch einfach enttäuschen. Ich zum Beispiel, ich will ja einen neuen PC machen, die bei den Grounded Let's Play gesehen haben, die wissen warum. Mein Laptop, sagen wir es so, zum Streamen mit der PS4 aufnehmen, recorden, PS4, PS5, ist alles nice, funktioniert perfekt, 4K etc. pp, funktioniert alles so wie es sollte. Aber wenn ich auf dem PC was mache, und zwar nicht anspruchsvolle Spiele, boah, mein Aim, ey, dann ist Feierabend. Und das kotzt mich an. Selbst Grounded, das ist eine Grafikkarte, eine Mindestgrafikkarte und Prozessor verlangt, die 5 Jahre alt sind. Und mein PC, mein Laptop, gut, der ist auch schon fast 4 Jahre. Aber die Technik, die da drin ist, wäre eigentlich noch gut genug für Games. Hallo, ich kann New World kann ich zocken ohne Probleme. Hinter mir ist einer. Ja, wo chillt der? Der Sniper chillt dort einfach in der Ecke. Aber ja. Deshalb wollte ich mir eigentlich einen neuen PC holen. Ich dachte jetzt so bei Black Friday, gehst auf Shoppingtour, sparst du sicherlich ein paar hundert Euro, 100 Franken. Nichts, nichts dergleichen. Das Schlimme ist ja, vielleicht spare ich am Gehäuse was, okay. Aber ich spare garantiert gar nichts bei den verkackten Grafikkarten, ey. Junge, ich sag's euch, wie es ist. Ich warte seit 1,5 Jahren darauf, dass ich eine Grafikkarte bestellen kann, die mithalten kann mit den Spielen, mit den Anforderungen. Geht nicht. Alles ausverkauft. Und jetzt, ich denke mir, ich habe da so eine Theorie. An Black, die haben das jetzt absichtlich nicht verkaufen lassen. Die haben gesagt, ist ausverkauft, damit sie jetzt bei Black Friday so die ersten 10 Glücklichen, kriegen die Grafikkarte. Da muss ich jetzt bis um Mitternacht warten. Dann kann ich sie bestellen. Wenn ich Pech habe, erwischt sie gleich einen Bot. Und dann war es das mit der Grafikkarte. Aber das ist Taktik. Auch Xbox Series X. Ja, jetzt denken viele PS-Spieler, du bist PS-Spieler, warum willst du eine Xbox holen? Ganz einfach. Die Antwort heißt, ich bin tot. Nee, die Antwort heißt Forza Horizon. Eigentlich möchte ich Forza Horizon jetzt schon zocken, aufnehmen etc. pp. Und die Xbox Series X wäre die günstigste Variante dafür. Und ein PC die teuerste Variante. Ja, so das zu dem. So, eine Runde haben wir fertig. Hängen wir noch eine Runde an, es sind nur 9 Minuten. Aber ich habe das Black Friday Thema noch gar nicht durch. So. Eben, wie gesagt. Deshalb das. Natürlich kann man jetzt sagen, ne, warum schmeißt du so viel Geld raus für eine Konsole, die ja. Sie ist, die viele sagen, die ist schlechter als die PS5, aber rein technisch ist die PS5 schlechter. Rein technisch. Von dem, was die drin hat, kommt die Xbox mal bei weitem besser. Nur,
Xbox hatte ja seit Jahren das Problem da mit dem Blu-ray, 4K, pp, bla bla, etc. Die Games fühlen sich besser auf der PS5 an als auf der Xbox Series X. Ist Fakt. Technisch gesehen absolut nicht möglich, aber so ist es. Wir haben zuerst zugeschlagen, ja, nice. So. Und warum? Ich könnte auch jetzt einfach mit der PS5 warten auf, wie heißt's? Auf Gran Turismo 7. Ja. Aber warum nicht gleich beides haben? Ihr seht, ich bin einfach komplett geisteskrank im Kopf und will einfach alles. Weil ich habe ja noch zum Teil auch Satisfactory, was ich zocke, privat und so. Der chillt in der Ecke. Aber das, ja. Früher konnte ich ein Spiel, ein Jahr, so Call of Duty Black Ops 2, MW3, Ghosts, Battlefield 3, Battlefield 4, Hardline, ein Jahr durchzocken. Ohne Abwechslung. Also da, ja, schon ein bisschen Abwechslung, aber dann vielleicht war es dann 2, 3 Runden Fever oder so. Aber konnte ich ohne Probleme durchzocken und es wurde mir nie langweilig. Auch wenn ich übelst geraged habe wie der größte Spaß, es wurde mir nie langweilig. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich einfach so denke, wow, ist gut, ich brauche was anderes. Wo ist der Typ? Der ist bestimmt hier wieder am Campen, oder? Da oben ist er am Campen, nice. So. Ja. Und da kommen wir wieder zum springenden Punkt, wo jetzt Black Friday eine Rolle spielt. Natürlich werde ich auch auf Schnäppchenjagd gehen. Da bin ich selber ein Idiot, dass ich darauf reinfalle, Jahr für Jahr. Aber, ja. Da ich die Preise die ganze Zeit permanent vergleiche, wie so ein Typ, wie so ein Spielsüchtiger, der auf das nächste Pferd setzen will und deshalb alle Quoten durchgeht. Ja, weiß ich, dass da beschissen wird. Alleine schon, dass am Wochenende die Preise tiefer sind für Elektronik als unter der Woche. Das sollte ja schon Indiz genug sein. Ja. So. Also, aber was macht denn der Black Friday aus? Früher war es wirklich so, dass du halt November Umsatz schwacher Monat war und die restlichen Monate Umsatz stark waren. Und ja, deshalb kam einer auf die Idee. Der Typ, der war ein Genie, der das eingeführt hat, ne? Und seitdem explodieren die Umsätze im November. Es gibt wirklich Unternehmen, die machen 40% des Jahresumsatzes nur im November. Du musst dir das vorstellen. 11 Monate rentierst du nicht und dann machst du 40% deines Jahresumsatzes. Das ist sick. Ja. Was mich einfach tierisch ankotzt an Black Friday ist der Verkehr. Normalerweise gibt es so Strecken, so 10 Kilometer Strecken, die fahre ich so in 5 bis 10 Minuten durch die Stadt mit allen Ampeln und so. Ohne Problem. Aber an Black Friday hast du einfach mal 2 Stunden. Und das nur, weil jeder Dulli denkt, er könnte jetzt mit dem Auto Schnäppchenjagd machen. Da bist du sogar noch zu Fuß schneller. Ja. Das sind so die Punkte, die mich ankotzen. Natürlich, was ich gerne mache am Black Friday, ist T-Shirts kaufen, Klamotten kaufen. Das ist wirklich so das, wo sich's lohnt, weil zum Teil Fitnesskleidung, Sportbekleidung oder auch einfach nur Jogginghose, die kriegst du an Black Friday zu so einem spottbilligen Preis. Ja.
Da muss ich das Ganze ja nicht kaufen. Wow, Double Kill, nice. Ey, die Waffe bockt XM8 LMG. Ja. Deshalb kaufe ich mir das am Black Friday. So. Das zu dem Thema. So, und jetzt wird noch ein bisschen gepusht. Also, ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu Black, zu dem Friday sagen, was ihr davon haltet. Seid ihr Schnäppchenjäger? Habt ihr das auch schon gemerkt, dass am Black Friday die Preise höher sind als normal? Würde mich gerne mal interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Heute habe ich es wirklich fertig gebracht, ohne maßlos überfordert zu sein, ein Thema durchzulabern live. Und das ohne Cut. Da kommen Gegner. Jetzt bin ich natürlich ein super intelligenter Typ. Und verkack's. Ja, ich verkack. Das war richtig dumm. Warum mein Mate da oben chillt? Im Kampf. Hallo. Kann ich bei dir respawnen? Im Kampf. Der ist zu aggressiv am Pushen. Der macht wirklich aggressives Pushing. Aber wozu? Aggressives Pushing währenddessen. Fallschirm für so eine kurze Distanz, ja moin. Was habe ich eigentlich für eine Pistole? Eine normale MP-Pistole, okay. So. Ja moin, ich bin dumm. Holt mich nicht zurück. Hey, diese Callouts, also wer sich das überlegt hat, weiß ich nicht. Naja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Der Modus bockt richtig hart. Und ja, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Peace.